Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Dienstagmorgen, der 4. Gestern war ich ja nicht da. Es ist 5 vor 7 und sacke kalt draußen. So arg kalt ist es nicht, es ist nur minus 1 Grad, aber es geht ein Wind. Das fühlt sich an wie minus 10. So, ich habe hier gerade im Hof den 1946 geladen. Ich hoffe, man kann das hier im Spiegel erkennen. Ich kenne die Kamera aufstellen, ne? Der geht rüber hinter Rockenhausen auf den Felsberger Hof. Da wird ein Bauernhof zur Hälfte etwa weggerissen. Da kommt eine neue Maschinenhalle hin. Hausfahrer, sondern hinten dran. Das Auto da hinten steht wieder blöd. Ne? Nur das Auto da innen drin steht genauso blöd. Ich muss erst mal hingehen, gucken, was da. Was da Sache ist. Echt brutal. Wenn ich einen Gang hin mache, fährt er auch. Ne? Mit brutal meine ich kalt. Ist echt kalt draußen. Sieht zwar nicht so aus, ne? Aber die Sonne hat noch wenig Kraft. Dem neuen Wohnhaus. Das wird alles neu gemacht. Das kommt weg. So. Na gut, rechts passt, rechts ist alles gut. Das Ding da mal ausmachen. Hier, das Haus rechts, bis dahin, wo das Dach fehlt. Darf ich auch fahren? Es kommt alles raus. So, bleib ich so stehen. Werde ich
gleich, da ist hinten dran. Rechts hinten dran ist eine Straße. Hier hinter diesem Gebäude. Dass ich da gleich wieder reinkomme. Kann ich wieder drehen und kann in meine andere Richtung, wenn ich hergekommen bin, wieder abhauen. Meine Fresse. Vielen Dank. War mir eine Ehre. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao. So. Ja, die Sonne stand ein bisschen bescheiden. Was es jetzt gibt. Ich rufe jetzt einfach mal an. Logischerweise. Ne? Hallo. Ja, ich bin leer. Fahren über. Hinten und unten noch Jettebach. Ja. Holst Gläsche, daher in der Hof, da müssen die Backe getauscht haben. Alles gut, okay. Ja, tschüss. Ja, ciao. Ja,
Mal durch Falzende Steinbruch nach Jedebach. Komme ich nicht am blödste hin von hier aus. Ist über die Bahn zu rollen oder jetzt da hin runterfahren, also durch die Altwelt möchte ich eigentlich gar nicht so fahren. Na komm, will dir nicht vorbei, dann lass es halt. Das ist halt. Ihr Ziel um 9.16 Uhr. Langsamer, genau. Ja. Komm nur. Haben wir es.
ja hier. Nach zwei haben wir es, ich fühle mich heute wieder nicht so meine Stärke. Oh, 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 hier liegen gelbe Teile. Tag. Bin jetzt hier in Weilerbach, Baustelle, Hospital und habe den 300er Hitachi geladen. Bring ich jetzt hierher, nehme den 926. Hier vorne Baguette, den nehme ich mit und bring den nach Sembach auf der Heuberg.
zusammengehängt, bin am Rausfahren. Heute Morgen die 946 nach da auf den Felsberger Hof. Danach in Jedenbach den Brecher geholt, den nach Enkenbach in die Werkstatt. Dann habe ich in Enkenbach aus der Werkstatt den 300er Hitachi, der ist nach Weilerbach ans Hospital. Und dann geht es vom Hospital aus diesen Bagger. 1926 kompakt, der ist jetzt hier in Sembach auf dem Heuberg. Entschuldigung. Sorry fürs wenige Filmen heute. Ich weiß, ich soll mich nicht immer entschuldigen. War heute einfach nicht so. War heute für mich persönlich ein echt bescheidener Tag. Einzig Gute war, ich habe eine Nachricht bekommen, dass ich hatte Urheberrechts oder den Vorwurf einer Urheberrechtsverletzung. Irgendwer wird das schon mal gehört haben von einer Musikkompanie, weiß nicht. Auf jeden Fall versucht es immer und immer wieder bei verschiedenen YouTubern, sage ich jetzt mal, sich deren Arbeit oder sich das Geld von deren Arbeit einzuverleiben. Und Grund war, weil ich aus meinem Schneideprogramm, da sind ja immer Audio-Titel dabei, also halt quasi Lieder, die ich ja manchmal auch drin habe. Manchmal, immer eigentlich. Weil er in einem seiner Videos denselben Titel drin hat, wie ich in vielen meiner Videos. Ja, und hatte er gemeint, ich würde sein Urheberrecht verletzen, weil ich seine Musik in mein Video nehme. Aber wie gesagt, ein Schneideprogramm für jeden zugänglich, und bei diesem Titel steht auch extra dabei, dass der von jeder Nase, also steht nicht so dabei, aber ich sage es jetzt einfach mal so, von jeder Nase, die den Titel in einem Video verwenden möchte, auch verwenden darf. Der Titel darf lediglich nicht zu Werbezwecken benutzt werden. Ja, also habe ich definitiv keine Urheberrechtsverletzung begangen. Heißt das so? Keine Ahnung. Ja, das war die einzige gute Nachricht heute. Aber ich habe mal ein bisschen gesucht. Ja, wie gesagt, der Video, der Kollege ist aus Indien oder so. Hat mit mir überhaupt nichts gemeinsam. Fährt kein LKW, fährt kein Bagger. Wenn das ja ziemlich dasselbe wäre, ja, dann würde ich ja vielleicht noch sagen, gut, okay, der meint vielleicht, ich mache ihm nach oder so. Egal, ich bin jetzt, gleich fällt bestimmt die Kamera um. Mann, ich halte sie fest. Bin jetzt leer, jetzt nach Hause, wie schon gesagt, und dann morgen früh, kein Plan, vermute ich
fahre wieder in den Steinbruch, weil da steht. Ach, katastrophal, sorry. So, dort steht noch Bagger, Falterband und Radlader. Der Radlader wird noch arbeiten diese Woche, denke ich. Aber Bagger und Band könnten wieder weg. Ich vermute, ich werde da weitermachen. Aber vielleicht kommt noch was ganz, ganz anderes. Vielleicht kommt morgen wieder Dortmund. München. Wunderschönen Morgen wünsche ich. Mittwoch. Nur noch heute und morgen, dann ist endlich Ostern. Ich habe umgesattelt, ich habe meinen Dreiachser drauf. Ich fahre wieder in den Steinbruch. Mein Stecker ist immer noch nicht gemacht, ne? Langsam geht es mir auf den Sack, sorry. Ich fahre in den Steinbruch. Dort steht noch der Bagger und das Band. Es geht alles rüber nach Weilerbach ins Hospital. Beziehungsweise Baustelle Hospital. Aber erst muss ich noch ein paar Tropfen tanken. Ich bin quasi fast in der Reserve, wobei ich davon ausgehe, dass das heute noch reichen würde. Die Reserve. We'll be right back.
reinfahren soll. Eigentlich ist es rotes, ne? Rotes ist fest. Der Kollege ist hier gestern mit dem Band da vorne, ist er einfach quer über die Straße gefahren. Sieht sie hier schon mehrere Kettenfahrzeuge drüber gefahren. Oh, Tüte Bucket, die Ketten sind noch dran. Die mache ich jetzt fest. Fest, genau, lose. Dann fahre ich hier über die Straße da vorne rein. Kamera mal hier stehen. Gleich. Hierher werde ich genauso abladen.
scheinbar ist es egal. So viel wie ich gehört habe, wird ja, wenn die Bauarbeiten beendet sind, werden die kompletten Fahrwege sowieso nochmal neu. Kriegen sowieso nochmal eine neue Fahrbahndecke. Wenn das stimmt. Nur 42 haben wir es mittlerweile. Das Band steht jetzt hier. Weilerbach lief es noch im Steinbruch lief es noch einwandfrei. Ohne Probleme. Moment, ich muss mal mit dem Fettfinger da drüber. Und hierher gekommen, losgemacht, Ketten ab. Macht das Band an. 15 Sekunden gelaufen und an der großen. Aus. Das ging ein paar Mal so. Wartet, bis unsere Werkstatt hier war. Also ein, ich weiß es nicht, zwei Schnapsgläser voll. Kühlwasser. Und das Ding lief wieder. Ich weiß nicht, warum man das so bescheiden macht halt. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich noch mache. Ich fahre jetzt auf jeden Fall hier mal raus. Ah, dann haben wir das Band drin hingestellt hier. Beziehungsweise endlich runtergefahren und dann hat ein Zylinder hat dann angefangen zu laufen. Also da lief dann Öl raus. Ja, jetzt haben wir versucht, probiert, gemacht, getan, bleibt stehen. Und ja, jetzt habe ich einen neuen Zylinder bestellt. Der kommt jetzt hier irgendwann rein. Wie gesagt, ich habe jetzt keine Ahnung, was ich treibe. Ich werde noch mal kurz anrufen, was es gibt.